Einen wunderschönen guten Morgen. Früher Vogel fängt den Wurm und ich habe heute zwei richtig tolle Sachen mit euch vor. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden, weil ich brauche Rosen und ich brauche schöne Sachen. Aber ja, das eine, was ich mit euch vorhabe, ist, ich zeige euch wieder ein richtig schönes Korbset und wie man das toll dekorieren kann. Es ist wieder ein Dreier-Set. Aber diesmal sieht es anders aus als beim letzten Mal. Und zum anderen werde ich öfters gefragt, Margit, wie lange brauchst du eigentlich, bis du einen Blumenstrauß bindest? Und diese Frage lässt sich unheimlich schwer beantworten. Und wir haben heute eine Bestellung für einen richtig tollen Strauß mit roten Rosen. Und ich zeige euch einfach mal in den Schritten, was ich da alles machen muss. Ich sage mal wirklich von Anfang bis Ende. Und am Schluss wisst ihr wahrscheinlich, warum ich die Minuten nicht genau zählen kann. Es ist einfach zu viel dabei. Ja, aber nach der Intro geht's los und da suchen wir schon mal die schönen Rosen aus für den Strauß. Kommt mal mit in den Großmarkt. Gar nicht so einfach, welche dieser schönen Sorten man nehmen soll. Hier gibt es natürlich die nächsten Mengen an roten Rosen und die Köpfe sind auch wunderschön. Die Rosen sind umso schöner, wenn die Blüten noch ein bisschen geschlossen sind, weil die sollen ja beim Empfänger aufgehen. Aber ich habe es trotzdem geschafft, hier schöne Rosen zu finden und ich habe dann hier doch mal richtig schöne Menge aufgeladen auf meinen Wagen. Mit tollem Beiwerk. Es gibt auch Tulpen. Es gibt Ranunkel. Wunderschöne gefüllte Ranunkel. Kalendula, frühlingsmäßig. Und hier habe ich auch noch ganz tolle Blüten. Eine Gerbera-Sorte mit so gewollten Blütenblättern. Hier dann noch ein farbiges Beiwerk. Sorry, die Folie stört natürlich. Was Beeriges. Was immer beliebt ist, sind Bachnelken. Aber weiter geht's im Laden, weil da dürfen wir diese wunderschönen Rosenbäumchen erstmal putzen, anschneiden und putzen. Das ist der nächste Arbeitsschritt. Es gibt Kunden, die meinen, dass die Rosen so in der Vase stehen, wie wir sie vom Großmarkt bekommen. Aber nein, es wird jede Rose einzeln angefasst. Jede Rose wird entdornt, entblättert, mit einem scharfen Messer angeschnitten und tief ins Wasser gestellt. Es müssen viele Blätter ab, damit die Köpfe Kraft bekommen, weil die Blätter nehmen den Köpfen Kraft. Und bis wir die vielen Rosen geputzt haben, fällt auch unheimlich viel Laub an. Und hier ist jetzt der Zeitraffer, den ich mal gemacht habe, weil es hätte viel zu lang gedauert, das in echt zu filmen. Eva kommt bis zu einem gewissen Punkt alleine klar und dann komme ich ins Spiel, weil einer muss halten und einer muss das Grün und die Rosen anlegen und es wird auch noch richtig viel nivelliert, weil die Höhe der einzelnen Köpfe, die passt natürlich auch nicht von selber. Dann müssen wir zwischenbinden, auch wenn wir zu zweit sind, weil auch unsere vier Hände schaffen das alles nicht so leicht. Und wenn das alles gemacht ist, dann ist erst der Strauß fertig. So, also gestern hat unser Kunde den Rosenstrauß dann doch so schnell abgeholt, dass ich euch leider diesen roten Rosenstrauß von gestern nicht mehr zeigen kann, aber dafür gibt ja jeden Tag einen schönen großen Strauß. Dafür zeige ich euch mal den Strauß, der hat jetzt nicht ganz so viele Rosen, aber das ist also dann wirklich so ein Riesenstrauß. Der hat eine richtig dicke Bindestelle. Ja, der andere hatte, wie gesagt, der hatte fast das Doppelte an Rosen gestern. Und das Problem ist dann wirklich, wenn man sagt, das Thema war ja, wie lang brauche ich, um so einen Strauß zu binden? Das ist wirklich dann das Aussuchen, die Rosen putzen. Ja, dann werden die natürlich nochmal gezählt. Dann werden die auch genau kontrolliert. Und ich habe dann in diesem Zeitraffer, habe ich einfach mal gezeigt, wenn man den Strauß bindet und wenn es dann so ein Riesenstrauß ist, dann müssen wir tatsächlich auch zu zweit arbeiten. Dann ist nämlich der Fall, und das war jetzt vorhin auch beim nächsten Strauß, den ich euch einfach mal zeigen wollte. So, ich lege den jetzt mal in der Zwischenzeit hierher. Der nächste Strauß,
der war jetzt wirklich so dick, dass wir eigentlich, also alleine diesen Strauß nicht mehr halten kann. Ja? Weil, man sieht es eigentlich auch ganz einfach, hier ist meine Hand und ich kann gar nicht diese Spanne, ja, da kann ich den gar nicht festhalten. Das heißt, wir müssen diesen Strauß eh ein paar Mal zwischenbinden. Und es ist dann bei uns immer so, dass einer hält und der andere, der legt dann immer hier so zwischen die Fingerchen an. Und dann müssen wir den Strauß drehen. Und man kann das, man schafft es alleine einfach nicht. Also Teamwork ist alles, wie immer im Leben. Und dieser Strauß ist jetzt auch ein spezieller Kundenwunsch. Da wird die Mama 81. Und die Kundin wollte 81 verschiedene Blüten im Strauß haben. Und ja, wir haben da also ganz, ganz viele tolle Blüten gesammelt. Sie liebt wiesig gebunden. Und dann haben wir auch noch diese schönen Monstera-Blätter als Abschluss gemacht. Und das war jetzt auch so ein schönes Beispiel, dass man diesen Strauß wirklich in der Tat nicht mehr alleine greifen kann. Aber das war jetzt ein kleiner Ausflug zu den Sträußen. Wobei es natürlich immer noch schöne Sträuße zu zeigen gibt. Ach, ich muss euch nochmal hier zwei Sträuße zeigen. Aber erstmal den hier wieder ins Wasser stellen. Wichtig ist auch immer, wenn man so große Sträuße hat, dass die Vasen ganz mit Wasser voll sind. Wirklich bis zum Rand. Weil es gibt natürlich in jedem Strauß ein paar Stiele, die ein bisschen kürzer sind. Und wenn da nur so ein bisschen Wasser in der Vase ist, dann vertrocknet leider der Rest, also die Stiele, die kein Wasser haben, die vertrocknen. Und das ist eigentlich wirklich schade. Und hier ist also auch ein schöner Strauß in rosa, in weiß, rosa, pink, lila. Ja, auch mit Blumen, die sehr gut halten, wie diese Santini halten toll. Die Statizee als Dromerien. Ja, es war der Farbwunsch vom Kunden. Und manche vermissen natürlich auch bei diesem trüben Wetter die Sonne. Und damit die Sonne auch aufgeht, auch im Strauß, gab es hier zum Beispiel auch für eine gelbliebende Mama. Sonnenblumen gibt es im Moment nicht. Gibt es gelbe Gerbera. Aber jetzt kommen wir endlich zu den tollen neuen Seegraskörben. Und wir haben so schöne Sachen vorbereitet. Also gehen wir jetzt erstmal in den Arbeitsbereich. Und da gibt es dann die neue Deko. Heute die neue Deko-Idee. Körbe. Naja, ich würde sagen Körbe Teil 3. Weil Korbdeko ist einfach traumhaft schön. So, Körbe Teil 3. Ich habe wieder so schöne Körbe ergattert. Mittlerweile wissen ja auch die Großhändler, dass ich viele Körbe brauche. Und ich wurde dann angesprochen, hat gesagt, Margit, ich habe was ganz Tolles Neues, willst du mal gucken? Ja, ich habe geguckt, habe zuerst so ein bisschen überlegt und habe gedacht, was können wir da so Schönes machen? Das ist also ein Dreier-Set an Körben. Ich hole mal kurz den Zollstock und sage euch einfach mal auch, wie hoch die sind, dass man mal so eine Vorstellung davon hat. Und zwar, also der ist 31 cm ist der hoch, hat auch einen schönen Durchmesser, ist also nicht so ein kleines Kerlchen mit 35 und die zwei kleineren dann, diese schönen langen Henkel, was ich ja liebe an Körben, ist auch dieser nette kleine Anhänger, ach hier ist er, hier hat er sich versteckt, ja den finde ich immer sehr schön, den liebe ich auch bei den Flechtkörben von diesem Hersteller und die haben natürlich auch noch die Folie innen drin. Das heißt, die sind auch wasserdicht, naja, wenn die Folie unverletzt ist. Aber mit denen lässt sich auch richtig schön was machen. Und ich habe mal zwei Sets geholt, aber ich glaube, ich hole einfach noch mal ein paar mehr. Und wahrscheinlich fragt ihr mich auch wieder, Margit, würdest du die verschicken? Ja, ich verschicke auch Körbe. Ich habe in letzter Zeit viele Kisten mit Körben gepackt und versendet. Und deswegen hatte ich es ja auch im letzten Video mal das Feedback gezeigt. Dieses Korbset versende ich für 85 Euro plus Porto, also plus 5,99. Ich druck's extra online aus, dann ist es ein bisschen günstiger. Ja, und dann würden diese Körbe auch auf die Reise zu dir gehen. Und was man jetzt Schönes macht mit diesen Körben, da habe ich mir tolle Sachen ausgedacht. Ich finde, die müssen gar nicht immer gleich bestückt sein. Nein, man kann so eine wunderschöne Korbgruppe auch machen, indem man die Körbe verschieden bestückt. Und den kleinsten, Moment, muss ich ganz kurz denken, was ich mir, genau, den kleinsten, da habe ich gedacht, man muss eigentlich gar nicht so viel, man muss sich eigentlich gar nicht so furchtbar viel ausdenken. Ich habe eine schöne Calathea, ja, die hat diese tolle Zeichnung an den Blättern
Ich finde, es ist so mal was ganz Spezielles, Ausgefallenes. Ich habe einfach nur diese Calathea reingestellt und fand den Korb so schön dekoriert. Ich glaube, er braucht gar nicht mehr als diese Deko. Und damit war eigentlich mein erster Korb schon gefüllt. So, dann, Moment, ich stelle den Korb mal ein bisschen zur Seite, damit er auch nicht im Weg ist und nicht im Sichtfeld. Dann habe ich den zweiten Korb. Da habe ich wieder das umgekehrte Proportionalverhältnis, also das Gefäß groß und die Deko nicht so groß, ja, beziehungsweise flach, war so meine Idee. Und ich habe so eine schöne, im Hof hatte ich noch so eine hübsche Schale mit Sukkulenten, kann man auch mal einen Stein reinlegen, auch ein paar Korkenzieher, Haselnusszweige, einfach drüber gezogen. Die sind jetzt im Frühjahr, sind Zweige schön weich, die haben keine Blätter, die sind schön weich, die lassen sich toll biegen und die kann man also ganz toll gestalten. Und wenn die so nicht halten, kann man eben auch einen Draht nehmen, ein U formen mit dem Draht und kann das dann reinkrampen, also mit dem Draht auch fixieren. Hier, eigentlich analog zu meiner Deko vom letzten Mal, habe ich wieder Trockensteckschaum. Ich zeige euch die Bezugsquellen natürlich wieder. Habe ich Trockensteckschaum genommen. Kann ich immer so schön anpassen, wie viel ich brauche. Oder wenn ich jetzt ein Scheibchen abschneiden müsste, dann nehme ich einfach immer ein altes Kuchenmesser und dann würde ich den teilen. Habe ich jetzt in dem Fall nicht gebraucht. Und ist ja auch Trockensteckmasse, kann ich ja dann x-beliebig wiederverwenden. Und meine Idee ist, dass ich diese Schale mit den Sukkulenten einfach hier drauf setze. Ja, bevor ich das jetzt mache, ich wollte den Rand noch ein bisschen dekorieren, bevor ich das jetzt mache. Ich bin kein Riesenfreund von Engelshaar, aber wenn man das so ja, ganz dezent, so einen Hauch über den Rand zieht, dann finde ich, ist das auch so in begrenztem Maße, ist das gar nicht schlecht, weil das natürlich das weiße Pendant zu diesem Weiß von diesem Seegraskorb ist. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich mal ein bisschen Sisal verwende. Man sieht auch, ich versuche das wirklich zu dosieren. Ja, ich würde jetzt nie hier so einen dicken Bausch nehmen. Ja, finde ich, das mag ich nicht. Ja, sondern es soll die Natürlichkeit von diesen schönen Pflanzen, von den Zweigen, die soll betont bleiben. Und ich lege das einfach drumherum. Man braucht es gar nicht fixieren, man braucht es auch nicht kleben. Und dann versuche ich jetzt noch diesen Korb, so die Zweige ein bisschen an den Henkeln vorbei zu schleusen. Und ihr könnt es natürlich auch ohne Sisal lassen, könnt Zweige nehmen auch, aber so ein bisschen Übergang finde ich nicht schlecht. Und damit ist eigentlich auch dieser Korb, also allein schon, wenn man es jetzt gruppiert, ja, die zwei, ist eigentlich auch schon, finde ich, sehr, sehr, sehr ansprechend. Ja, weil das Auge hat immer was zu tun, man hat verschiedene Sachen. Und dann dachte ich mir, naja, wir haben jetzt eigentlich Frühling. Und wir könnten schon noch ein bisschen Farbe dazu gebrauchen. Und jetzt kommt Korb Nummer 3 ins Spiel. Ich habe viel nachgedacht für euch. Jetzt kommt Korb Nummer 3 ins Spiel. Ich nehme wieder meine Trockensteckmasse. Das sind jetzt ja auch die ganzen Ziegel. Die kann man sich da wieder im Keller bunkern. Das ist also was, was man einmal anschafft. Und das hat man ewig. Ich wollte gerne einen runden Untersetzer reinmachen. Ich hatte keinen. Ist aber gar nicht schlimm. Ich habe einfach einen quadratischen Untersetzer reingemacht und der sitzt auch gut da drin. Und der sitzt auch schön fest auf dieser Steckmasse. Und dann habe ich so überlegt, ich wollte gerne Frühlingsblüher reinmachen. Aber ich wollte auch nicht so furchtbar viele Pflanzen nehmen. Und dann kam mir so die Idee, dass ich ja eigentlich noch so einen Strohrömer so ein bisschen versenken könnte. Ja. Und dann könnte ich ja in der Mitte Frühlingsblüher reinsetzen und die fallen dann auch nicht so raus. Aber der Strohrömer, von Weitem sieht es eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich habe trotzdem beschlossen, dass ich den so ein bisschen noch dekoriere und nicht so ganz Natur lasse. Und dazu bin ich in meinen Hof gegangen, bin gleich wieder da. Dazu habe ich meine Schere genommen, bin in den Hof gegangen und habe einfach mein Chinaschilf abgeschnitten und habe gedacht, Chinaschilf zu Seegras
passt eigentlich, oder? Und ich nehme jetzt einen, passend auch dazu, dass es ja so hell ist, der Korb, nehme ich jetzt einfach ein bisschen Draht, und zwar so einen hellen silbernen Draht. Und das Schöne ist ja, da dieser Strohrömer im Korb verschwindet, ich muss ja tatsächlich wirklich nur die obere Seite abdecken. Ich muss nicht den Strohrömer rundum bedecken. Ja? Das heißt, ich kann da eigentlich auch ein bisschen lässig arbeiten. Und selbst wenn man den Strohrömer noch sieht, ist das ja eigentlich auch kein Problem, weil auch so, er hätte ja auch in Naturfarben sogar ganz gut dazu gepasst. Aber so gehen wir jetzt einfach mal mit dem Draht lässig drumherum. Also, wie immer, mache ich jetzt, wickel ich den Draht. Ich habe in ganz vielen Videos gezeigt, wie ich das Ende mache von dem Draht, ja, indem ich, wenn ich hier rumgehe, mache eine Schlaufe und komme von der anderen Seite wieder rüber. Ich habe also ganz viele Kränze gewickelt, da könnt ihr also zahlreiche Videos sehen. Und schneide den Draht ab. Fixiere natürlich immer den Draht seitlich in der Spule, der ringelt sich nämlich sonst auf. Ich kann noch ein bisschen schöner schneiden. Es sind natürlich ein paar Halme noch, die so runterstehen. Aber ich finde auch, es passt zum Naturlook, wenn die Halme nicht zu akkurat alle. Ja, da kann ruhig auch nochmal hier so was Natürliches mal überstehen. Das muss jetzt nicht aussehen wie gekauft. Es kann ruhig handgemacht aussehen. Ja, dann habe ich mir, ich habe mal zum Spielen und Ausprobieren, ich habe einfach mal ein paar Frühlingsblüher genommen. Habe jetzt natürlich auch bewusst welche genommen, die auch schon offen sind. Ja, und habe ja auch meinen Untersetzer hier drin. Und dann war so meine gestalterische Idee, es ist ja so schön linear, dann kann ich die Frühlingsblüher einfach hier reinstellen. Das Schöne ist natürlich auch, da sie nicht gepflanzt sind, ich kann die austauschen, wenn die verblüht sind, was natürlich bei Narzissen auch relativ schnell der Fall ist, das wissen wir ja auch alle. Und dann nehme ich einfach wieder ein frisches Töpfchen, stelle das rein in meinen, ja, Moment, reinstellen ist gut, sie müssen auch stehen bleiben. Genau, stelle das hier rein. Habe natürlich auch wieder, dass ein bisschen Spielerei drin ist, den Efeu mal mit reingestellt. Und eigentlich ist damit meine Arbeit schon fertig. Auch wie im letzten Korb nehme ich einfach die Töpfe und stelle sie nur rein und lasse sie dadurch wirken. Und hier haben wir jetzt im Grunde, ja, hier haben wir schon unser schönes Trio mit den Körben, mit diesem schönen Korbset. Und ja, der Kleine, ich würde sie so ein bisschen versetzt stellen. So, das ist meine heutige Deko-Idee. Und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Hier ist das Korbset. Und das sind jetzt einfach mal so Anregungen und Ideen, wie schön und verschieden man die gestalten kann. Die müssen also nicht alle drei gleich sein. Die können und sollen ruhig verschieden sein, dass es lebendig wirkt, dass es einfach natürlich wirkt. Ich freue mich total, dass ihr dabei wart bei dem Video und freue mich auch, dass ihr bis zum Schluss geguckt habt. Es gibt ganz viele tolle Korbideen im Moment. Und ich freue mich auch über eure Anregungen und schreibt mal, was ihr so gemacht habt mit den Körben. Falls ihr welche bestellen wollt, schreibe ich euch nochmal rein, wie ihr mich kontaktieren könnt. Und ich sage einfach alles Liebe und bis bald. Tschüss von eurer Margit.